Woche lang Ungarn-Abenteuer haben wir uns so gedacht, Mitte November starten wir nochmal durch und riskieren trotz, dass die Wettervoraussichten ziemlich miserabel waren, aussahen, probieren wir nochmal eine Session. Sind Sonntag hier angekommen, an einem sehr flachen großen See. Die tiefsten Stellen gehen bis auf 2 Meter, bei uns im Seebereich allerdings nur bis 1,40 Meter etwa. Den ganzen See entlang, also man könnte bis zum anderen Ufer, was ihr dort seht, einfach durchlaufen. Bis auf den großen Schlick und Schlamm, der sich hier befindet, macht das Ganze nicht so einfach. Was soll ich sagen? Wir sind Sonntag eingekommen hier und haben bei genau diesem Wetter aufgebaut. Hatten auch den gesamten Rest der Woche nur bedeckten Himmel, Regen, 2 Tage lang Sturm und ja, bis auf ein paar kurze Regenpausen. Kälte, Nässe, alles was so eine Herbstsession im schlimmsten Fall so mit sich bringen kann. Drei Tage nix und auf einmal kommen sie. Genau. Jetzt sind sie da. Ja, und nun sind wir in höchster Erwartung, dass die Routen, die bereits seit Minimum 48 Stunden, 6 an der Zahl, an ihrem Spot liegen, die Baits seit 48 Stunden dort liegen, dass alles richtig schön ausgewaschen ist, haben wir eigentlich jetzt noch mal Hoffnung, in der letzten Nacht einen guten Rand zu bekommen. Ob das gelingt, seht ihr im besten Fall jetzt. Wenn nicht, kommt vermutlich nur der Abspann.